Der Sturz der Kryptobörse FTX hat in den letzten Wochen vor allem ein Projekt besonders stark getroffen und das war Solana. Die Kryptowährung Sol hat allein im November mehr als die Hälfte seines Wertes verloren und auch im Jahresverlauf hatte ja Solana immer wieder mit technischen Ausfällen zu kämpfen und viele fragen sich jetzt, macht es überhaupt noch Sinn, hier investiert zu bleiben oder sollte man jetzt lieber doch langsam den Schlussstrich ziehen und alles verkaufen? Gleich mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptReport. Bei uns geht es immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, einige von euch haben sich im letzten Video in den Kommentaren für Solana ausgesprochen, andere dagegen für Litecoin. Aber Litecoin haben wir bereits am letzten Samstag in unserem CryptReport besprochen. Insbesondere haben wir über die möglichen Gründe für den Kursanstieg bei Litecoin gesprochen. Darum heute das Solana-Video. Und wenn ihr unseren letzten Report verpasst habt, alles überhaupt kein Problem. Ihr wisst ja, ihr könnt euch nach wie vor unter crypto-report.de kostenlos eintragen und da bekommt ihr nicht nur Zugriff auf unser gesamtes Archiv, könnt also auch den Litecoin-Artikel nachlesen, sondern ihr bekommt auch alle neuesten Ausgaben inklusive Gewinner und Verlierer der Woche kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Zurück zu Solana. Wie gesagt, Solana hat hier durch diesen Zusammenbruch dieser Kryptobörse FTX besonders stark gelitten, weil eben diese Kryptobörse und vor allem der Ex-Chef Sam Bankman-Fried als großer Unterstützer von Solana galt. Er war hier mit seiner Tochter Alameda Research auch stark investiert und er stand auch hinter dieser dezentralen Börse Serum, die eine große Rolle in diesem DeFi-Ökosystem von Solana gespielt hat. Und nachdem diese ganzen Probleme bekannt geworden sind, ist auch dieses DeFi-Ökosystem von Solana mehr oder weniger zusammengebrochen. Also bei Serum ging die Angst um, dass da eventuell diese privaten Schlüssel kompromittiert worden sind. Die Entwickler haben dann versucht, durch einen Fork das Ganze zu retten. Aber schlussendlich ist es so, dass das TVL, also das Total Value Locked, also diese gesperrten Gelder im Solana DeFi-Ökosystem deutlich gefallen sind. Also Anfang November waren ja noch um die 1 Milliarde oder über 1 Milliarde Dollar an Gelder im Solana DeFi-Ökosystem gesperrt. Und zuletzt ging es um 70% nach unten. Zuletzt waren bloß noch zwischen 200 und 300 Millionen Dollar in diesem DeFi-Ökosystem angelegt. Also ein großer Verlust. Und der wichtige Punkt an dieser Stelle ist, dass Solana einfach einen wichtigen Unterstützer mit FTX verliert, denn diese Kryptobörse hat auch diese kleinen Projekte auf Solana gefördert bzw. auf seiner Börse gelistet und dadurch waren diese kleinen Projekte in der Lage, Liquidität, also Geld aufzunehmen, um dieses Solana-Ökosystem weiter voranzubringen, um weiter zu wachsen und dieser Unterstützer fällt natürlich künftig weg. Daneben hat es auch Solana Labs getroffen, also das ist diese Foundation, die hinter dieser Solana Blockchain steht, denn diese Stiftung hatte nicht nur 1 Million Dollar in Bar, sondern auch über 134 Millionen Serum Tokens, viele Millionen FTT Tokens, also diesen Börsentoken und auch FTX Aktien auf dieser Kryptobörse geparkt und nach der Insolvenz dürfte dieses Geld wohl weg sein. Insgesamt soll sich der finanzielle Schaden bei Solana Labs auf dem Papier zumindest auf 180 Millionen Dollar belaufen und laut Solana-Mitgründer Anatoly Jakovenko hat man bei der aktuellen Geldverbrennungsrate jetzt noch etwa 30 Monate Kapital, um weitermachen zu können. Also das sind 2-3 Jahre Zeit, um weitermachen zu können, bevor man frisches Kapital benötigt. Was die Investoren zuletzt noch abschreckte, ist der Umstand, dass diese insolvente FTX-Tochter Alameda Research viele Sol-Coins gehalten haben soll. Also laut Solana Kompass waren das oder sind das immer noch 48,5 Millionen Sol-Coins. Also das entspricht etwa 65% aller gelockten Coins. Und hier sprechen wir über eine monetäre Summe von etwa 650 bis 700 Millionen Dollar und rund 8-10% der umlaufenden Coins. Und die könnten natürlich irgendwann auf den Markt kommen, wenn nämlich im Zuge dieses Insolvenzverfahrens der Insolvenzverwalter entscheidet, diese Coins zu Geld zu machen, dann könnte das natürlich nochmal Druck auf die Preise bringen. Und das ist so die Angst der Investoren. Und dazu kommt noch, dass Solana selbst etwa 28,5 Millionen Coins nicht mehr staken wollte. Also diese Coins wären eventuell auch auf den Markt gekommen, aber durch diese ganze Krise hat man jetzt entschieden, das Ganze zu verschieben. Also diese 28,5 Millionen Coins sind wieder gestaked worden. Das Ganze hängt
zusammen mit diesem deutschen Webhostner Hetzner, der einfach viele Solana-Validatoren zuletzt rausgeschmissen hat, weil man einfach mit Kryptowährungen nichts zu tun haben möchte. Und dadurch werden eben diese 28,5 Millionen Coins frei geworden. Die hat man aber jetzt wieder gestaked. Ja, also dieses Restaking dieser 28,5 Millionen Coins dürfte auch mit dazu beigetragen haben, dass sich die Kryptowährung Sol zuletzt wieder etwas stabilisieren konnte. Und wie es momentan mit Solana aussieht, das schauen wir uns jetzt auch mal im Bildschirm an. So, wir sehen hier den Solana-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Coinbase und heute ist der 29. November am Dienstagvormittag und wir können den Solana-Kurs erholt bei 13,90 Dollar sehen. Außerdem können wir erkennen, dass Solana im November deutlich abgestürzt ist. Vor allem nachdem diese Unterstützung bei etwa 27 Dollar gefallen ist, ging es kräftig nach unten mit Solana. Das können wir etwas besser auf dem Tageschart von Binance erkennen, denn Anfang November sah es noch ganz gut aus für Solana. Solana war hier unterwegs Richtung 40 Dollar Marke, aber dann wurden eben diese Probleme mit der Kryptobörse FTX bekannt. FTX ist ja dann auch in die Pleite geschlittert und wie gesagt, Solana war hier relativ eng mit FTX verbandelt und wurde hier auch in die Tiefe mitgerissen und zuletzt in der Vorwoche ein neues Jahrestief bei knapp unter 11 Dollar. Aber momentan sieht es so aus, als könnte sich Solana zwischen 10 und 12 Dollar stabilisieren. Zumindest hat der Trendfolgeindikator MACD zuletzt ein Bullish Crossover geliefert, nämlich genauer gesagt am 22. bzw. 23. November. Und damit deutet der MACD eine weitere Kurserholung an. Auch der RSI, der relative Stärkeindex, ist aus dieser überverkauften Situation wieder zurück in den neutralen Bereich gelaufen. Also momentan ist Solana nicht überverkauft und ich werte den RSI hier leicht bullish. Allerdings ist es so, dass das On-Balance-Volumen, das OBV, das wir hier sehen, klar im Abwärtstrend ist und das ist kein gutes Zeichen, denn das sagt uns, dass die Großanleger tendenziell aus Solana zurückziehen. Das spiegelt sich auch im Check-in Money Flow wieder im CMF. Hier sehen wir, dass sich vor allem Mitte November massiver Verkaufsdruck aufgebaut hatte. Der ist zwar zuletzt komplett wieder abgeebbt, also zuletzt auch leicht ins Positive gelaufen. Und das spricht tendenziell dafür, dass sich die Kurse weiter erholen werden, auch wenn das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, nicht am Boden liegt, aber wir sehen hier eine klare Seitwärtsbewegung. Also der Zug nach oben ist nicht da und daher halte ich das Erholungspotenzial für relativ begrenzt. Also es kann durchaus sein, dass die Kurse nochmal auf diese 50-Tage-Linie, das ist diese blaue Linie, bei etwa 20, 22 Dollar zurücklaufen. Aber das ist noch kein Ende dieses Abwärtstrends. Das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Auch dieser 200-Tage-Durchschnitt befindet sich weiter im Abwärtstrend. Und ich denke, dass sich die Situation für Solana erst dann wesentlich verbessert, wenn Solana über der Marke von 35 Dollar oberhalb dieser 200-Tage-Linie schließen kann. Aber davon sind wir eben noch sehr weit entfernt. Ganz im Gegenteil, im Wochenchart deutet sich jetzt leider ein Bearish Crossover im MACD an. Also wir sehen hier, Solana kommt von etwa 260 Dollar im Vorjahr, ist also deutlich gefallen. Und jetzt deutet sich leider im Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht ein Bearish Crossover an. Also wenn diese türkise Linie, die orange Linie von oben nach unten schneidet, dann würde ich das als negatives Signal werten und dann kann ich mir auch nochmal eine stärkere Konsolidierung vorstellen. Es kann dann durchaus sein, dass die Kurse nochmal unter 10 Dollar fallen, aber das muss eben in den nächsten 2-3 Wochen abgewartet werden, ob es tatsächlich zu einem Bearish Crossover kommt. Der Monatschart gibt leider nicht viel her aufgrund fehlender Daten und daher ist eben der Wochenchart eher der ausschlaggebende. Also die Situation insgesamt bleibt für Solana angespannt und ich denke, dass eine Trendwende vor allem davon abhängt, ob sich das Solana-Ökosystem, vor allem die Netzwerkaktivität stabilisieren kann. Solana war ja auf einem guten Weg in diesem Jahr, vor allem was diese NFTs, diese Non-Fungible Tokens angeht. Hier ist Solana mächtig gewachsen, hat hier auf Ethereum aufgeholt. Wir sehen hier die Daten oder die Grafik von Messari, was die Zahl der monatlichen NFTs angeht und allein im dritten Quartal, also bis September,
wuchs die Zahl der neuen NFTs auf Solana um über 8 Millionen, also um Zuwachs von knapp 20% gegenüber dem Vorquartal. Und vor allem im September wurden 3,5 Millionen neue NFTs auf Solana geprägt. Also Solana war hier definitiv auf einem guten Weg. Zuletzt hat zwar im November die Netzwerkaktivität gelitten und auch das NFT-Volumen ist etwas zurückgekommen, aber in den letzten Tagen sieht es so aus oder hat so ausgesehen, als könnte sich dieses Ökosystem zumindest im NFT-Bereich stabilisieren. Also das ist das NFT-Verkaufsvolumen der Blockchains. Hier sehen wir Ethereum an der Spitze mit über 10 Millionen Dollar an NFT-Handelsvolumen und Solana auf Platz 2. Ein Plus von 167% gegenüber dem Vortag. 4,6 Millionen Dollar an NFTs wurden hier gehandelt. Also das ist ein gutes Zeichen. Das sieht danach aus, als könnte sich zumindest dieses NFT-Ökosystem auf Solana stabilisieren. Und daher ist in meinen Augen weiter die Chance zumindest da, dass sich Solana, der Kurs dieser Kryptowährung, vielleicht über der Marke von 10 Dollar stabilisieren kann. Also momentan sieht es nach einer Kurserholung bei Solana aus, aber bitte nicht zu viel erwarten. Ich sehe diese Kurserholung eher als technische Erholung oder technische Reaktion im Zuge dieser hohen Kursverluste im November. Ich denke, dass Solana noch nicht über den Berg ist oder diese Talsohle durchschritten hat, auch wenn natürlich die Chance da ist, dass sich die Kurse oberhalb dieser 10-Dollar-Marke stabilisieren. Aber ich sehe nach wie vor die Gefahr nicht gebannt, dass zum Beispiel noch ein weiterer großer Krypto-Player in die Pleite rutschen könnte. Und wenn das passiert, das könnte nochmal Druck in den Kryptomarkt bringen und damit auch Druck auf Solana. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Trotz der Krise arbeiten die Solana-Entwickler im Hintergrund natürlich daran, diese ganzen technischen Probleme, die in diesem Jahr immer wieder für Ausfälle im Solana-Netzwerk gesorgt haben, zu beheben. Und zuletzt hat auch Solana ein neues Update, eine neue Node-Software veröffentlicht, nämlich Version 1.13.5. Und dieses Update soll diese ganzen Probleme im Zusammenhang mit UDP-basierten Protokoll-Overloads beheben. Also hier geht es vor allem um diese Spam-Nachrichten, die das Netzwerk immer wieder lahmgelegt haben. Und diese Probleme sollen jetzt behoben sein. Schon im Sommer hat ja Solana drei wichtige Upgrades angekündigt, wovon zwei inzwischen implementiert sind. Und zwar Quick, das ist ein, soweit ich weiß, von Google entwickeltes Protokoll und dieses Stake-Weighted QoS. Diese beiden Upgrades sind bereits implementiert worden und das hat auch die Performance-Leistung verbessert im Netzwerk. Und man möchte jetzt noch Fee Markets implementieren, was teilweise auch schon geschehen ist. Also damit soll es unterschiedliche Gebühren für unterschiedliche Transaktionen geben. Dadurch möchte man diese ganzen Spam-Nachrichten irgendwo Vorschub leisten und darüber hinaus möchte man dann auch die Transaktionsgröße weiter erhöhen, wodurch Solana etwas schneller werden soll. Und dann im Anschluss ist noch ein weiteres wichtiges Upgrade geplant, nämlich Compact Vote State. Damit möchte man die Bandbreite im Netzwerk erhöhen und zwar dadurch, dass eben weniger Daten an die Nodes geschickt werden, die dann auch diese Daten nicht speichern müssen. Und dadurch möchte man die Grundlage für größere Blöcke schaffen. Und durch größere Blöcke können dann auch mehr Transaktionen in einem Block untergebracht werden. Und dadurch soll Solana nochmal deutlich schneller werden. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also mit dem Niedergang von FTX verliert Solana definitiv einen starken Unterstützer. Und damit rächt sich auch die gewisse Abhängigkeit von FTX für Solana und das ist natürlich keine gute Sache. Außerdem glaube ich, dass Solana nochmal eine Rekapitalisierung, also frisches Geld benötigt, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen. Denn im nächsten Jahr steht unter anderem auch die Einführung dieses Solana Smartphones Saga an. Also das wird viel Geld kosten, Marketing und so weiter und so fort. Darum glaube ich, wird Solana Labs nochmal Geld benötigen. Ich sehe aber jetzt im Moment keinen Grund, warum Solana Labs dieses Geld nicht von Venture-Kapitalisten bekommen sollte, denn unter dem Strich ist dieses Ökosystem eigentlich in Ordnung. Also Solana ist nicht Terra Luna, hier gibt es nicht einen Stablecoin, der irgendwie die Coin inflationiert, auch wenn natürlich auch Risiken da sind, das muss man auch ehrlich ansprechen. Zentralisierung zum Beispiel, technische Entwicklung, auch da gibt es ja oder hat es in der Vergangenheit Probleme gegeben. Und hier ist auch die Konkurrenz groß mit Aptos und auch Sui. Die könnten Solana den Rang ablaufen, das muss man auch hier an dieser Stelle ganz klar sagen. Aber unter dem Strich gesehen ist dieses System gesund, also von der Blockchain-Adaption her,
Solana hat eine riesige weltweite Fangemeinde. 3700 Entwickler arbeiten in diesem Ökosystem. Außerdem, wie wir gerade gesehen haben, Solana ist nach wie vor sehr stark im NFT-Bereich und daher sehe ich jetzt keinen zwingenden Grund, warum sich Solana nicht wieder erholen sollte. Ganz im Gegenteil, ich würde Solana im Moment eher als unterbewertet sehen. Ich würde hier nicht alles verkaufen, aber das ist, wie gesagt, nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem Thema. Wie seht ihr Solana? Glaubt ihr, dass Solana noch eine Zukunft hat oder habt ihr vielleicht das Projekt schon abgeschrieben? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich weiter mit Bitcoin und Co. auf Twitter, denn der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat ja angekündigt, dass Kryptowährungen künftig eine größere Rolle auf Twitter spielen sollen. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.